In diesem Video zeige ich euch so einen Stern. Und zwar habe ich mir da das aus dem Internet rausgeladen. Ich werde euch auch noch eine PDF-Datei erstellen, so dass ihr das denn unten im Infokasten findet und euch das runterladen könnt, den Blog, den Link dazu. Hab mir das jetzt abgezeichnet. Nehme einfach solche Bastelfolie. Ist jetzt auch richtig super. Und zwar komme ich jetzt einfach bei, lege jetzt hier meine Vorlage auf meine Bastelfolie. Ihr könnt jetzt natürlich auch beikommen, euch das noch ankleben. Aber ich werde das jetzt hier mal einfach so versuchen. Und zeichne mir jetzt hier diese Striche nach. Drücke hier schön auf. Und braucht das dann nur ausschneiden. Und wie es gefalten wird, zeige ich euch dann im nächsten Schritt. Und ich denke mal, so eine PDF-Datei kriegt ihr auf und ja, kriegt es ausgedruckt. Wer es jetzt halt nicht ausdrucken kann, weil er vielleicht keinen Drucker hat, ja okay, der hat jetzt die Möglichkeit nochmal, ich werde nochmal am Ende des Videos das mit reinnehmen, dass ihr nochmal schaut, dass man sich einfach mit Butterbrotpapier zum Beispiel am Computer, am Monitor einfach abmalt. Und ja, zeige ich euch, es ist jetzt hier das, was ihr zeichnet, richtig gut zu sehen, so dass ihr das ruckzuck auch ausgeschnitten habt danach. So, die 5 Sternspitzen habe ich jetzt hier ausgeschnitten. Zeige euch das nochmal auf meiner Schablone. Also hier habe ich die Striche hier nachgezeichnet. Der Strich ist dran, also den äußeren Rand müsst ihr umschneiden. Dieses sind ja jetzt praktisch die Klebestücken hier, ist jetzt und hier ist der Klebestreifen. Jetzt komme ich bei und knicke die Sternspitzen genau in der Hälfte. So hier schön auf die Spitze achten. Wollt ihr nachher auch, dass euer Stern richtig schöne Spitzen hat. So, danach kommt ihr bei und knifft die Spitze noch einmal rüber. Hier auch wieder schön die Spitze beachten. So, und jetzt nehme ich mir hier so einen Ausstanzer. Mit dem Stern. Ich muss da richtig schön runterdrücken, dass ich hier gut reinkommt. Und kann dann nochmal von hinten, schiebt den auch ganz und gar glatt so rein. Und kann dann von hinten nochmal gucken, okay, wo habe ich den positioniert. Also sprich, ist alles im Roten, weil jetzt dahinter idealerweise das Gold ist.
kriege ich den Stern jetzt hier ganz und gar reingelocht. Und rutsche jetzt hier einfach immer ein Stückchen weiter hoch. Ich denke mal, da ist das auch einfach super. Da muss auch nicht jeder Sternspitze jetzt genau gleich aussehen. Schön ist es natürlich jetzt hier auch nochmal, schöner Nebeneffekt, diese Sternchen und so, die hebe ich mir jetzt einfach auch auf für Silvester, also ich brauche nie Konfetti kaufen. Also wer ein kleines bisschen immer mal so bastelt, hat Konfetti eigentlich zu legen. Jetzt komme ich bei, falte meine Sternspitzen auf. Und habe ja jetzt hier diesen Klebestreifen. Kann jetzt hier auch noch ein bisschen ausrichten. Ich habe hier auch nicht genau die Spitze getroffen. Und klebe meinen Stern jetzt mit beidseitigen Klebeband zusammen. Dann nehme ich ganz gerne dieses Klebeband. Ich kaufe das immer bei meinem 1 € Stand bei uns auf dem Markt. Ich komme jetzt hier ganz einfach bei Kleber jetzt hier Kleber rüber. Den ab und schneide jetzt hier, was jetzt hier drüber steht vom beidseitigen Kleber auch gleich ab, dass mir das den Stern nicht verkleben kann. Ganz einfach ist es, die andere Seite, obere Seite vom Kleber abziehen. In die Mitte falten und zusammenkleben. Das gehe ich hier mit der Hand rein. Oder mit auch mit dem Gegenstand. Und habt jetzt die eine Sternspitze fertig. So mache ich mir jetzt erst alle 5 Sternspitzen fertig. An 4 Sternspitzen kommt ihr jetzt bei. Die ja so. Und klebt, macht die so zusammen. Und zwar, dass jetzt hier beide Kleberänder oben sind. Und kommt dabei und klebt da euch auch wieder den beidseitigen, das beidseitige Klebeband drauf und schneidet jetzt hier auch wieder die Ränder ab. Danach kommt ihr bei und knifft das in diese Richtung. Also sprich zum Stern hin, zum Roten. Faltet das auch so. Nehmt einen anderen Stern. Muss ich mal sehen, dass ich euch das genau zeige. Und da soll es jetzt
drauf, sprich hier trennt dann das weiße Band oben vom beidseitigen Klebeband ab. Und klebt jetzt beide Sterne hier den unteren schön hochschieben, so zusammen. Sind jetzt beide Sterne so zusammengeklebt. Jetzt kommt ihr ganz einfach wieder bei. Weißen hoch. Hier auch hoch. Klebeband ab. Und die nächste Sternspitze wieder praktisch rüber. So fahrt ihr fort. Wenn ihr jetzt alle Sternspitzen übereinander geklebt habt, die letzte, da ist ja nichts drauf, also kein beidseitiger Kleber, die biege ich jetzt hier auch bloß so ein bisschen an, hoch, dann könnt ihr euren Stern aufmachen. Wenn man nicht so geht, nehme ich wirklich auch einen Stift und gehe ein bisschen in die Ecke rein. Alle Spitzen auch richtig super sind. Und so habt ihr dann den Stern zusammen. Und zwar ist jetzt hier ein ganz spezieller Grund, dann mache ich das wieder auseinander. Ist hier ein ganz spezieller Grund, warum ich dieses jetzt hier nicht zusammenklebe. Könnt ihr auch machen. Ich komme bei und nehme jetzt eine Rouladennadel. Ihr könnt aber auch mit dem Locher, also kann ich das besser kontrollieren. Ich komme jetzt hier bei, biege mir hier ein Loch rein und nehme jetzt ein dickeres Band. Und zwar habe ich da sogar vom Anorak, von den Ärmeln, so ein Schieber, wo man das so zusammenziehen kann. Und habe den brauche ich da drin nicht und habe mir das abgeschnitten und komme jetzt hier bei und piek mir den hier rein und zwar von außen das Band rein. Das geht mal wieder dieser Vorführeffekt, wo sonst alles geht. Und ich komme jetzt natürlich als Floristin bei. Okay, wenn ich jetzt solche, ihr könnt jetzt hier Band rumkleben, also ihr könnt auch eine kleine Perle reinmachen. Also, aber ich mache ja immer sowas mit meinem Heißkleber, indem dass ich einfach ein Tröpfchen Heißkleber oben drauf mache. Und drücken wir den jetzt hier auch gleich ein Stückchen breit. Nehme hier einfach Reste vom Papier. Hier kann ich die Folie nämlich auch wieder super abziehen. Warte einen Augenblick, bis das kalt ist. Und habe jetzt hier drin einen richtig schönen Stopper, der dann eben auch richtig schön platt ist, wo sich das aber dadurch trotzdem nicht durchs Loch ziehen kann. Komm, kann ich hier noch beikommen und beschneide mir die noch ein bisschen. So, nehme ich mein Band auf die andere Seite. Die Schlaufe habe ich hier oben. Hier kann ich das dann schon so in den Stern
reinmachen. Und mach das genauso, mach von hier aus auch ein Loch. Der große Vorteil ist ganz einfach. Ihr könnt die Sterne anschließend wegräumen. Schön in Weihnachten. Alles vorbei ist, Neujahr, wegpacken, weil ihr die jetzt hier so zusammenfalten könnt. Und eben fürs nächste Jahr gut aufbewahren. Sprich ein bisschen Heißkleber rauf. Zusammenklicken. Kurz abkühlen lassen. Nur habt ihr das jetzt hier, dass das gleich einmal die Kordel sich nicht aufräufelt und ihr habt von innen einen Stopper, der dann schön flach ist. Beide Seiten rein damit nach innen. Ziehe ich hoch bis zum Anschlag. Kann den Stern wieder aufmachen. Wir haben ja schon mal geschaut, ob es auch geht. Also hier müsst ihr die Seite weiter runterdrücken und habt jetzt hier euer Bändchen und das zieht ihr einfach mit dem Stopper zu. So, und genauso wie ihr den jetzt zusammen, könnt ihr den auch wieder auseinander machen, indem ihr einfach hier zieht. Ihr könnt dieses auch verbinden, dass ihr ein Stückchen Draht rumwickelt und könnt den Stern praktisch jetzt fürs nächste Jahr wieder schön aufbewahren. Okay, und hier ist nochmal die Vorlage für euch. Und ja, die lassen wir jetzt einen ganz kleinen Augenblick auch wirklich im Bild. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Selbermachen und für eure Dekoration. Ganz unten habt ihr noch mal gesehen, da ist ja der WordPress-Blog. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch abonnieren. Da werden auch regelmäßig Videos noch mal mit Text veröffentlicht, so dass ihr kein Video von mir verpasst.